stolpert Jason Schramm mit seinen Bayern gegen seinen Ex-Club, die Eintracht bekannt dafür, gegen solche großen Clubs gerne mal der Spielverderber zu sein. Der zweite zu Hause trifft auf den fünften. Ein klasse Topspiel war das hier in München. Gleich von Beginn an die Bayern, wie wir es gewohnt sind. Sehr engagiert, sehr druckvoll vorne. Spielten sich gleich in der ersten Viertelstunde mehrere Chancen aus. Und nach einer Viertelstunde konnten sie das dann auch in etwas Zählbares ummünzen. Flache Flanke von Coman und natürlich der Torjäger in Person. Wer auch sonst? Robert Lewandowski mit der Führung. Früh in dem Spiel, früh in der Partie, also auch schon verdient. Aufgrund der hohen Anzahl der Chancen, die Frankfurter bislang sehr zurückhaltend, ungewohnt passiv, was man so gar nicht von ihnen gewohnt ist. Von Favoritenschreck also noch nichts zu sehen. Die ersten Angriffsbemühungen verpufften also und die Eintracht immer wieder mit großen Fehlern, besonders im Aufbau. Die Bayern nutzten das mit ihren schnellen Flügelleuten und mit direkten Flanken in den Strafraum. Hier Kingsley Coman mal mit einer Chance ganz knapp vorbei am Tor. Und gleich die nächste Chance hinterher. Lewandowski aus Spitzenwinkel mit links, den erwischt er nicht ganz. Und Sané kann den Ball nicht erlaufen. Aber auch die nächste Chance ließ gar nicht lange auf sich warten. 38. Minute, schöner Ball von Davis auf Coman. Und der weiter auf Lewandowski und der schießt aus unmöglichem Winkel das 2:0. Überragendes Tor von einem überragenden Spieler. Der war sehr schwer zu nehmen aus Spitzenwinkel, den dann so rüber zu kriegen über Trapp, der natürlich da keine Chance hat. Und die Bayern direkt vom Anstoß weg, ohne Handbremse, über Davis und Goretzka und das nächste Traumtor. Also die Bayern wirklich in guter Verfassung, in Bestform, ausgerechnet gegen den Ex-Club ihres jetzigen Trainers. Den Bayern drohte heute außerdem die zweite Niederlage nach dem Spiel gegen Leipzig am vierten Spieltag. Die Bayern scheinen sich aber in der Hinsicht gefangen zu haben und die Eintracht erst mit einer Saisonniederlage, obwohl heute die nächste dazukommt. Wohin wird also die Reise führen? Europa League, Champions League oder versinkt man im trostlosen Mittelfeld? Fragen über Fragen, die man auch während der Saison noch sehen wird. Springen wir in Halbzeit 2 rein. 50 Minuten sind gespielt. Lewandowski mit der nächsten Chance. Es ging wirklich nur in eine Richtung. Die Eintracht sehr, sehr schwach, sehr erschreckend. Zu so einem Spitzenspiel gehören ja meistens zwei Mannschaften. Hier spielt leider nur die Mannschaft in Rot. Ab und an mal mit kleinen Nadelstichen die Eintracht, aber nicht wirklich gefährlich. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit war das ganz leicht und locker anzusehen. Und nach Ballgewinn schalten die Bayern wie gewohnt schnell um. Das ist Sabitzer mit dem schönen Ball auf Sané. Der hat viel Platz, legt ihn sich natürlich auf seinen linken Fuß. Trapp noch mit der Parade und Coman mit dem nächsten Tor nach 56 Minuten 4:0. Auch gar nicht so einfach zu nehmen aus so einem Winkel, direkt mit links, sein schwächerer Fuß. Den muss man auch erstmal so verwerten. Aber natürlich auch hochverdient. Die Eintracht nach wie vor nicht viel entgegenzusetzen, auch in Halbzeit 2 sehr, sehr schwach, sehr erschreckend. Also von Favoritenschreck heute nicht viel zu sehen. Und die Bayern machten weiter. Nächste Chance von Coman nach 64 Minuten und Trapp nach wie vor der beste Mann. Stand jetzt. Dann wagte sich die Eintracht doch mal nach vorne. Klar, die Bayern hatten jetzt auch 2, 3 Gänge zurückgeschaltet. Hagner Ache gerade mit der Chance. Und Fabio Blanco auf Debrisso, der mit der nächsten Chance. Also die Eintracht kam jetzt natürlich auch zu Chancen. Zwar auch harmlosen Chancen, aber die Bayern ließen sie dann natürlich auch. Der Druck also viel zu spät. Wenn von Beginn an so ein großer Druck zustande gekommen wäre, wer weiß, wie dieses Spitzenspiel hier gelaufen wäre. So war das eine ganz klare und einseitige Nummer. Und die Eintracht suchte aber trotzdem, muss man ihnen wirklich hoch anrechnen, ihre Chancen doch noch einen Ehrentreffer zu erzielen über Philipp Kostic, Ragnar Ache. Und Philipp Kostic natürlich mit seinem starken linken Fuß gelang dann auch 10 Minuten vor Schluss der Ehrentreffer zum 4:1.
dann kann ich schon mal verweisen auf weitere Sendungen, die wir am Wochenende haben. Zum Beispiel morgen in der Samstags-Sportschau mit dem Abstiegskampf. Unter anderem haben wir dort die Krisengladbacher gegen Stuttgart. Oder auch am Sonntag das Verfolgerduell mit Dortmund, Leverkusen und Leipzig in der Konferenz. Abonnieren, liken und die Glocke aktivieren, wenn ihr diese Spiele nicht verpassen wollt. Und der Eintracht gehörten auch die letzten Minuten. Ragnar Ache nutzte noch eine Unaufmerksamkeit in der Hinterabwehr nach 84 Minuten. Also nur noch 4:2. Vom Ergebnis her natürlich aus Sicht der Eintracht nicht ganz so dramatisch, wie dann das Spiel am Ende war. Die Bayern im Normalfall hätten hier 6 Stück, 7 Stück eigentlich schießen müssen. Die Eintracht aber mit Kevin Trapp, mit dem besten Mann heute in diesem Spiel. Und von daher können sie sich bei ihm bedanken, dass nicht mehr Tore hinzugekommen sind auf Seiten der Bayern. Und dann bleibt es also, dass die Eintracht zwar ein Favoritenschreck bleibt, heute aber nicht. Die Bayern setzten dem ganz bewusst entgegen. Souveräne Leistung, besonders in der ersten Halbzeit. Und somit der verdiente Sieg hier beim 4:2. Morgen also dann die Samstags-Sportschau, wie gesagt, mit dem Abstiegskampf Gladbach gegen Stuttgart. Am Sonntag die Konferenz mit Dortmund, Leverkusen und Leipzig. Wer das verpasst, ist selber schuld. Ich bedanke mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Spiel.